Jo, was geht meine GTA-Freunde aus der Levelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und heute zeige ich euch, wie ihr aus jedem Job jedes Outfit rausglitschen könnt. Ist mega einfach. Ich habe das Ganze bei WFG gesehen. An dieser Stelle Grüße an WFG. So, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Glitch an. Und zwar erstellt ihr jetzt einfach nur eine Spielerliste und tut in diese Spielerliste irgendeinen Job rein. Oder zwei, wie ihr wollt. Ich mache das Ganze jetzt hier mit dem schnellsten Job überhaupt, kriminell schnell. Das ist einmal ums Gefängnis fahren und fertig ist es. Wie gesagt, ihr könnt den Job reinmachen, den ihr wollt. Habt ihr dann die Spielerliste fertig, dann müsst ihr diese ganz einfach nur starten und einmal spielen. Habt ihr dann die Spielerliste erledigt, also komplett durchgespielt, dann dürfte jetzt auf eurem Profil als Aktivität diese Meldung hier sein, dass ihr eine Spielerliste gespielt habt, diese braucht ihr. Solltet ihr jetzt aber die Meldung bei einem Freund haben oder ihr habt vor ein, zwei Tagen eine Spielerliste gespielt und habt diese Meldung, dann müsst ihr natürlich keine Spielerliste machen. Nur wenn ihr jetzt keine Meldung habt, also diese Meldung nicht habt, dann müsst ihr eine Spielerliste kurz erstellen und diese dann auch spielen. Habt ihr dann diese Meldung, dann können wir auch schon weitermachen. Und zwar geht ihr jetzt her und startet jetzt irgendeinen Job mit dem Outfit, welches ihr haben wollt. Ich mache das jetzt hier mit Sumo, weil dort sind dann die farbigen Jogger wie grün, orange, lila sind dann in diesem Job drin und die möchte ich mir jetzt rausglitschen. Das Blöde ist jetzt, ihr braucht noch eine weitere Person. Ihr startet jetzt ganz einfach den Job und ladet dann jemand ein. Am besten jemand aus eurer Freundesliste. Macht es alles dann wesentlich einfacher. Habt ihr dann jemand, der euch dabei hilft, dann könnt ihr den Job auch ganz easy starten. Dann sucht ihr euch jetzt dieses Outfit aus, welches ihr haben wollt. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier mit der lila Jogger als Vorzeige-Outfit, sage ich jetzt mal. Ich besitze die Jogger schon, aber ich mache das jetzt halt als Vorzeige-Outfit. Wenn ihr dann im Job seid, ist egal, ob ihr gewinnt oder verliert, müsst ihr das halt beenden. Am besten tötet euch selbst oder euer Freund soll sich schnell töten, damit es auch relativ schnell vorbei ist. Wenn dann der Job vorbei ist, dann müsst ihr jetzt nur noch warten, bis ihr dann beim Jobausweis seid. Also nachdem die Gewinneraktion kam, ihr dann den Job bewerten könnt, dann kommt ihr jetzt in das Jobauswahlfenster, sage ich jetzt mal. Jetzt geht ihr her und nimmt oben links den Job und wählt diesen aus. Euer Freund geht jetzt einfach nur unten auf Wiederholung. Sobald euer Freund dann unten auf Wiederholung gegangen ist, drückt ihr dann die Doppel-PSN-Taste, startet dann die Spielerliste, ihr landet dann wieder in GTA, drückt dann wieder die Doppel-PSN-Taste, startet die Spielerliste, landet dann wieder in GTA, dann drückt ihr wieder die Doppel-PSN-Taste, startet die Spielerliste und landet in GTA und das Ganze macht ihr dann so lange, bis ihr die Werbung im Ladebildschirm habt. Habt ihr dann die Werbung im Ladebildschirm, könnt ihr aufhören mit der Spielerliste starten und ihr wartet jetzt ganz einfach nur, bis ihr dann wieder in der Online-Lobby seid. Seid ihr dann in der Online-Lobby, dann bekommt ihr hier diese Meldung. Diese Meldung, diese lehnt ihr mit Kreis ab. Und ihr seid dann in der Lobby gefreezed und unsichtbar, also ihr könnt da nichts machen. Jetzt drückt ihr einmal die Optionstaste, geht auf Online, geht dann dort auf Criminal Enterprise Starter Pack. Dann geht ihr wieder zurück, schließt euer Pausenmenü und siehe da, ihr seid dann immer noch in der verbuggten Lobby, habt aber jetzt das Outfit an und ihr könnt euch ja wieder frei bewegen. Jetzt müsst ihr euer Interaktionsmenü öffnen, geht auf Stil und ändert was an dem Outfit. Setzt euch eine Cap auf oder holt euch eine Maske oder Handschuhe, whatever, ändert irgendwas an diesem Outfit. Habt ihr dann was geändert, müsst ihr jetzt nur noch die Sitzung wechseln, also ihr geht jetzt einfach in eine neue Sitzung. Wenn ihr dann wieder gespawnt seid, dann seht ihr auch schon, alles ist wieder normal und ihr habt das Outfit. Jetzt geht ihr einfach nur ins nächste Bekleidungsgeschäft, seid dann im Bekleidungsgeschäft, dann könnt ihr das Outfit jetzt ganz easy abspeichern und wenn ihr Bock habt, auch schon wieder das nächste Outfit rausholen. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.